Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema, wie du dauerhaft im Leben eine Form von 10% Körperfett halten kannst und was du dafür für Gewohnheiten brauchst. Viel Spaß dabei. Also, im Grunde genommen ist das alles gar nicht so schwer. Du brauchst einfach nur ein paar Gewohnheiten und die musst du dir einfach, wie das Wort schon sagt, halt auch angewöhnen und deine normalen Gewohnheiten, die du so im Alltag hast, ein kleines bisschen ändern. Gewohnheit Nummer 1. Ganz einfach, du musst deinen Aktivitätsumsatz ein bisschen erhöhen. Geh so oft es geht zu Fuß. Nimm so oft es geht die Treppe statt Aufzug oder Rolltreppe. Einfach so kannst du so viel mehr Kalorien verbrennen. Und dann auch einfach viel, viel mehr essen und normal essen und trotzdem hältst du deine Form. Jeden kleinen Weg, den du gehen kannst, geh ihn einfach zu Fuß. Du brauchst gar nicht immer mit dem Auto fahren, auch wenn es manchmal bequemer ist. Aber es ist auch angenehmer für den Kopf. Wenn du nicht ständig dich mit dem Verkehr rumschlagen musst, hast du einfach ein viel, viel stressfreieres Leben. Ich hatte letztens ein Wochenende komplett ohne Auto. Wir waren in Holland. Und ich bin zum Glück nicht gefahren und deswegen hatte ich einfach super entspanntes Wochenende. Kein Verkehr, es war mega entspannt und trotzdem mehr Kalorien verbrennen, also Win-Win. Ja, der nächste Tipp, eigentlich ganz simpel. Es gibt fast jedes Produkt mittlerweile im Supermarkt auch als fettarme Variante. Das heißt, du kannst die normalen Produkte kaufen, aber einfach die fettarme Variante. Manchmal ist das ein bisschen teuer, es ist leider noch nicht so super angekommen, Thema Gesundheit und so weiter in Deutschland. Deswegen musst du vielleicht manchmal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, aber bei Milch zum Beispiel ist es super easy. Bei verschiedenen Käsesorten kannst du auf die Light-Varianten umsteigen. Steig auf die Light-Varianten um, egal in welchem Bereich, und so kannst du auch noch easy Kalorien sparen. Ja, nächster Tipp, unnötiges Essen vermeiden. Wenn du keinen Hunger hast, dann iss nicht. Iss nicht aus Langeweile, einfach aus Angewohnheit oder sowas. Ich habe mir angewöhnt, einfach immer Wasser zu trinken, wenn ich irgendwie Hunger habe. Das heißt, ich gehe einfach zum Kühlschrank, nehme eine Flasche Wasser raus, trinke ein paar Schlücke und gewöhne mir das an. Das ist erstens kaloriensparender, zweitens viel gesünder und drittens günstiger. Ja, und der letzte Tipp ist einfach, wir wollen natürlich nicht immer auf alles verzichten. Das heißt, wenn du mal Fastfood isst oder wenn du mal ungesund isst oder wenn du mal ein Getränk trinkst, was mehr Kalorien hat, dann plan es ein und spar es irgendwo am Tag. Ja? Zum Beispiel, wenn ich irgendwo was Geiles essen gehe, irgendwie Burger, Pizza, was weiß ich, total egal, dann weiß ich genau, ich richte meinen ganzen Tag danach, dass ich das halt essen kann. Es ist so ein bisschen mehr Organisation, aber du weißt das Essen einfach auch viel, viel mehr zu schätzen und ich finde es gar nicht schlimm. Ja, Leute, das waren meine Tipps. Wie viele von euch wissen, ich bin eigentlich immer recht gut in Form und an diese Dinge halte ich mich selber, um ständig halt eine einigermaßen gute Form zu haben. Wenn ich dann irgendwie nochmal für ein Fotoshooting oder sowas besonders gute Form haben möchte, dann habe ich da nochmal ein paar andere Taktiken. Aber wenn ihr dazu was hören wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.